Shall we begin? Let's begin now. So, herzlich willkommen. Heute wollen wir natürlich das Motorrad putzen, denn wie ihr seht, es sieht echt übel aus. Und ich habe ein Sponsoring mit Caramba, deswegen testen wir auch da gleich ein paar Produkte. Wie man Motorrad richtig wäscht, das allererste, was wir machen, ist nicht über dem Ding das Geld rausholen. Das Motorrad mal ganz kurz nass abspritzen. Und zwar, damit es nochmal ein bisschen runterkühlt, dass die Reiniger und so später nicht einbrennen. Also wirklich nur aus guter Entfernung ein bisschen nass machen. Schritt Nummer 2, einmal Insektenentferner und einmal Motorradreiniger. Danach Motorradreiniger, einfach drüber. Vielleicht die ganz heißen Teile wie ein Cut auslassen, weil die kriegt ja gar nicht so schnell runtergekühlt. Und ich sage jetzt mal, bei den Schmiedefelgen, die nicht so richtig lackiert sind, nehme ich auch keinen Felgenreiniger, damit das noch gut aussieht. Haben wir da jetzt noch eine Ladung Schaum drüber. Alternativ natürlich mit einer Gloria, finde ich auch bei mir im Amazon-Shop, Snowfoam und dann einfach ein bisschen Shampoo rein. Das geht, naja, so gut wie das geht es nicht, um ehrlich zu sein, aber hat man ja nicht überall. So, und jetzt runter mit dem angelösten Dreck. Immer, also noch nicht Glas spülen, bei der Kette ein bisschen Abstand halten. Ja, eigentlich müsste unser Motorrad jetzt ja fast schon sauber sein, gucken wir uns aber gleich nochmal an. So, jetzt muss ich die Jacke aufziehen, es ist noch zu warm. Jetzt machen wir nämlich Handwäsche und sieht schon wieder halbwegs sauber aus. Ja, Moped sieht wieder sauber aus. Ihr habt vielleicht gemerkt, die Kette habe ich ausgelassen. Kette ist nicht gemacht für Hochdruck. Machen wir gleich zu Hause, müssen wir eh noch ein paar Sachen machen. Ebenso wie die Region und hier oben, da nicht zu nah hin mit dem Hochdruckreiniger. Die ist im Spritzwasser geschützt. Ein Hochdruckreiniger ist ein bisschen mehr Spritzwasser. Und jetzt einfach mal gründlich abspülen mit entmineralisiertem Wasser. Ach, geistige Hänger, ey. Und ich glaube, dann sind wir mit, was ist nicht, 3 Euro, 2 Euro, 3 Euro durchgekommen. Ist ja nicht cool. Also jetzt hier Glanz spülen. Wir hatten jetzt natürlich eine Mischung aus chemischer Reinigung, die natürlich, solange sie die Materialien nicht beeinflusst, immer zu bevorzugen ist. Und danach die mechanische Reinigung, also mit unserem Waschhandschuh, wo wir halt die Sachen dann, die wirklich noch irgendwie halt dran kleben oder so, einfach ein bisschen mit wegbekommen. So, jetzt sieht das Bike doch wirklich sauber aus. Aber den Euro, den verbrauchen wir auch. Und da muss ich zugeben, habe ich, alter Orangehasser, immer noch nichts Besseres gefunden als das Orange Babies. Da geht einfach super viel Wasser rein. Und das ist, ja, preislich eigentlich echt in Ordnung für so ein Tuch. Das erste, was ich eigentlich mache, ist die Kette. Die war zuerst im Service. Die sieht eigentlich ganz gut gefettet aus, aber die bringt ja nichts. Ja, wenn man ein Video machen möchte zum Ketteputzen, dann muss man eben die Kette putzen. Ich nehme dazu Bremsen- und Teilereiniger, Kettenreiniger. Das ist ziemlich alles dasselbe. Ihr könnt auch Petroleum nehmen oder diese. Das funktioniert genauso gut. Warum mache ich das als erstes? Weil das hier am ehesten noch Dreck verursacht. Deshalb ist es, glaube ich, gar nicht so doof, wenn man das als erstes macht. So, mit der Bürste sieht man eigentlich ganz gut, wo man schon war.
Und wenn wir jetzt nochmal drüber gehen damit, dann sieht man eigentlich, dass die Kette schon wieder ziemlich golden außen ist, wobei das ja nicht die wichtigen Stellen sind. Die Stellen bei den Dichtgummis, die müssen ja sauber sein. Aber es ist trotzdem nie schlecht, wenn das hier auch sauber ist. Zumindest frei von Fett, damit da sich nicht noch extra Dreck ansammelt. Ich gehe da mit den Fingern quasi einmal so auf die Rollen mit dem Tuch und fahre dann da einmal lang. So, die Kette sieht doch wieder richtig schön aus. Natürlich versucht man halt so weit wie möglich da reinzukommen. Aber ich denke, das ist so wirklich in Ordnung. Was wir jetzt machen ist, wir lassen es trocknen, ablüften und machen es das restliche Moped fertig. Und ganz am Schluss kommt dann Kettenfett drauf. Ja, wie hätte es auch anders sein können? Die Viecher haben mich schon wieder erwischt auf dem Weg nach Hause. Ich hoffe, man kann es erkennen. Natürlich werdet ihr auch Sachen übersehen. Und die machen wir jetzt einmal weg, entweder mit einem nassen Tuch nochmal oder ich nehme hier gleich so ein Kombiprodukt. Ja, das ist so Reinigung und Polierung quasi in einem. Ist natürlich eine sehr sanfte Politur mit ein bisschen Versiegelung mit drin. Ja, so ein Kombiprodukt eben. Und damit mache ich jetzt einmal das komplette Moped. So, ich bin jetzt die erste Runde durch. Ich habe es versucht, einfach, wenn irgendwo ein bisschen dreckig ist, ein bisschen was aufs Tuch zu machen und es dann wegzurubbeln. Klar, ihr könnt auch direkt drauf sprühen, ist ja nicht so gut zu dosieren. Ich werde jetzt nochmal versuchen, so, oh, da ist nochmal so ein scheiß Insekt gelandet. Bah. Jetzt nochmal kurz versuchen, das ein bisschen feiner aufzutragen, weil halt auch Kanauberwachs drin ist. Einfach dann ein bisschen verteilen und das lassen wir dann auch in Ruhe, kümmern uns in der Zeit um den Kunststoff und tun es nachher eben nochmal dann auspolieren. Also jetzt einfach ohne viel Druck quasi aufbringen. Ist das erste Mal, dass ich das Produkt verwende. Man merkt aber so immer so, Putzsachen öfter verwendet, man merkt dann irgendwann in der Anwendung. Von der Konsistenz her und wie es aussieht und so. Was glaube ich so das Anwendungsziel davon ist. Hier merkt man eindeutig den Wachsanteil da drin. Deswegen die spontane Idee, das ist nochmal so ein bisschen drauf zu verteilen, weil ich finde, das funktioniert immer ganz gut, wenn man es dann nochmal verteilt, nochmal setzen lässt und dann später, wenn es getrocknet ist, so den Überschuss dann abträgt, denke ich, dann hat man immer einen ganz guten Effekt. So, ich zeige euch mal, da hat mich schon wieder so ein Viech erwischt. Hier kann man es erkennen. Bah. Ekelhaft. Aber wir haben noch ein paar Produkte zum Testen. Oh, ist das nah. Also ich habe einmal den Kunststoffreiniger von Caramba und Premium Care Kunststoff Tiefenpflege. Wir nehmen einfach den Reiniger. Zumindest für das Ding hier. Naja, weg ist es auf jeden Fall. Fühlt sich eigentlich gar nicht schlecht an. Ich will mal gerade das andere probieren. Das riecht so ein bisschen wie dieses Männerkenntnis. Es riecht wie blaues Duschgel. So, keine Ahnung, was da drin ist, aber blaues Duschgel riecht so. Ansonsten alternativ dazu. Gut, das dauert jetzt auch ein bisschen, weil die BMW viel Plastikteile hat. Was ich sonst immer ganz gern nehme, Silikonspray. Auch das funktioniert eigentlich für Kunststoffpflege sehr, sehr gut und ist halt ein bisschen universeller als eine Kunststoffpflege. Aber jetzt ziehen wir es heute mal mit der Kunststoffpflege durch und machen einmal alles wieder tippitoppi. Ah, nice, fast noch die Kamera abgebaut. Oh, da bin ich wieder. Jetzt tun wir einmal das. Ich weiß nicht, was auf der Kamera sehen würde. Man sieht es so einen kleinen Schleier auf jeden Fall. Ich poliere den jetzt mal weg. Jetzt halt auch nicht so mega fest reiben. Ne, je fester man reibt, desto mehr geht weg. Je weniger man reibt, desto mehr bleibt drauf. Und wir hoffen einfach, dass da jetzt
überall so eine kleine Schicht Canauba-Wachs drauf ist, das wäre schön. Und dann perlt nämlich das Wasser da auch wieder halbwegs gut ab. Testen wir gleich nochmal. Mit der Kunststoffpflege müssen wir auf Dauer sehen. Die BMW-Kunststoffteile, bin ich ganz ehrlich, finde ich nicht gut, fand ich noch nie gut. Trotzdem gekauft. Wohl wissend, was ich mir da antue. Aber jetzt hoffen wir mal, dass das Zeug ein bisschen was hilft. Die Farben sehen tatsächlich wieder ein bisschen frischer aus. Aber auch da muss ich ehrlich sein, wird die Zeit zeigen, ob es wirklich was bringt. Das sieht man jetzt auf die Schnelle auf jeden Fall nicht. So wird auf jeden Fall die Motorradwäsche für mich aussehen. Wir gucken uns gleich mal an im Detail. Aber Moped ist meiner Meinung nach wieder sauber. Huch, das ist ein Gewackel heute. Das ist halt so der Kunststoff, der halt echt nicht gut ist von BMW-Seiten her. Ja, gut. Aber der Lack sieht wieder schön glänzend aus. Die Kette machen wir jetzt wie gesagt noch gleich. So, Thema Kettenspray. Ich habe mir mal das hier genommen von Caramba. Es gibt weiß und transparent. Ich finde weiß besser. Warum? Dann sehe ich, wo noch was ist und wo nicht. Jetzt gibt es immer die Hinweise, man darf nicht oben drauf sprühen und man soll nicht hier drauf sprühen. Ja, wie zeigt es am besten? Mit der Bürste. Hier innen drin. Hier muss das Fett rein. Ne? Also hier innen drin. In die Zwischenräume. Weil da sind die Dichtgummis und die sollen ja geschützt werden. Und ein leichter Film darf auch sicher auf den Röllchen sein, aber der wird sich eh super schnell abtragen. Deswegen, natürlich könnt ihr das von hier so ein bisschen draufsprühen, alles gut, ne? Ja, wie oft sollte man das machen? Also ich sag mal, mit Kettenspray einsprühen alle 500 Kilometer, eine Reinigung mit einsprühen alle 1000 Kilometer oder alle 1500, je nachdem, wie ihr wo gefahren seid. Fahrt ihr nur im Trockenen, dann tun es zwar sicherlich alle 1500 Kilometer, wenn es halt staubig war oder so, mal wieder so Sahara am Start war und ihr habt draußen geparkt, das Zeug solltet ihr auf jeden Fall von der Kette runterbekommen, weil das arbeitet sich rein. So, jetzt sind wir schon einmal durch. Ich gucke jetzt, dass ich da, wo ich ein bisschen gesauigelt habe, das direkt außen von den Gliedern wieder runter mache, einfach damit da der Dreck jetzt nicht besonders gut anhaften kann, weil das ist natürlich jetzt super klebrig. Ist auch alles gut, dass es klebrig ist, muss auch sein. So eine Motorradkette, vielleicht habt ihr das Video gesehen, was so eine Motorradkette leistet, die wird unfassbar warm und da wird es wieder deutlich, ja, wenn es zu flüssig wäre, wird sie es halt verabschieden einfach. Deswegen, es muss ein bisschen sticky sein. Ist auch alles gut so. Ich drehe es jetzt ein paar Mal durch, so dass sich vielleicht auch die Röllchen dann ein bisschen gedreht haben, die sind eigentlich freidrehen. Dann drückst du es vielleicht ein bisschen besser rein und dann hauen wir nochmal eine Ladung drüber. Die Rollen, wie gesagt, sind DEC beschichtet, also schwarz. Genau, und wenn ich da dann mit dem Weißen, das wir unbedingt das Weiße haben, weil ich dann das Gefühl habe, ich sehe ein bisschen besser, wie gut gefettet die Kette ist. Hier, moin. So, das war's eigentlich schon und ich habe euch nochmal hier alles hingestellt, was wir heute benutzt haben. Und zwar einmal den Insektenentferner, Autoshampoo und Motorradreiniger, war in der Waschanlage. Und hier eigentlich nur die Kunststofftiefenpflege, Sofortglanz, Kettenreiniger und Kettenspray. Alternativ da halt Silikonspray. So. Also es eigentlich ist echt überschaubar, was man so an Produkten braucht, damit das Moped wieder ordentlich aussieht. Was man jetzt halt noch machen könnte, wäre, und da gibt es auch, eigentlich ist Silikonspray an der Stelle jetzt besser. Ich habe noch sonst weißes Sprühfett für die Gelenke. Da sollte man auf jeden Fall noch was reinmachen. Aber da nehme ich jetzt doch Silikonspray. Fett hält länger. Man sieht es halt ein bisschen, dann bleibt halt immer was übrig und Dreck haftet ein bisschen besser an. Silikonspray hält halt nicht so lang, aber man sieht nichts. Und das verharzt und verklumpt auch nicht so. Das hauen wir jetzt noch drauf. Dann gehen wir am Schluss noch einmal mit dem Lappen so ein bisschen über alles drüber, falls wir einen Schmierfilm haben. Und dann tun wir noch die Felgen kurz einmal durchwischen, nämlich auch den Sofortglanz. Und dann ist Moped wieder sauber. Und dann muss man aber die Aufnahmen von gleich, wenn es schön ist, machen wir wieder. Jetzt ist abends, wenn die Sonne draußen ist.